Willkommen, meine Damen und Herren, zur Weltpremiere in Türkheim. In ihren Debütrollen Jasmina und Johann Heidbauer sowie Alexandra Reisach mit Matthias Zacher. Im Kampf mit den Profis, mit den Designern Sigi Sillmeier und Gregor Frisch. In der Nebenrolle der stärkste Bastelwastel, den es je gab. Ein Film voller Action, Emotion und Comedy. Die Story. Zwei Paare tauschen ihre Häuser und renovieren sich gegenseitig einen Raum. Und das mit einem Budget von nur 1.500 Euro. Ach ja, übrigens, nur 48 Stunden bleiben Zeit. Werden Sie das schaffen? Und was passiert, wenn Sie morgen Abend heimkommen? Doch, sehen Sie selbst. Komm doch rein. Ja, in die Küche. Genau. Was ist es eigentlich, was euch nicht gefällt an eurer Küche? Der Boden. Wie, der hier? Ja. Da war ich betrunken, wie ich den gekauft habe. Was? Ja. Ja, wobei man schon mal einen neuen gekauft hat, aber der Hans, der hat noch keine Zeit gehabt, das irgendwie einzubauen, das Ganze. Weiter. Wenn ich den Tisch hier sehe, es stehen zwei Stühle mit dabei. Heißt es, hier ist auch euer Essplatz oder soll es auch wieder sein? Ja, also zumindest Frühstücksecke oder Frühstückstisch. Okay. Ja. Mhm. Ansonsten gibt es irgendetwas, was ihr behalten wollt, von dem ihr euch nicht trennen könnt? Das Einzige wäre der Pastaschrank da. Der Pastaschrank, so sagt man in Österreich. Ja. Wunderbar. Dann muss der auch da bleiben. Damit haben wir eigentlich alles geklärt. Jetzt bin ich gespannt, wie die drüben wohnen. Okay, ein Blick da rein. Esszimmer? Also, wenn ich dich anschaue, Matthias, und wenn ich Teppich und Wandfarbe sehe, dann denke ich mir, das ist dein Raum eigentlich, oder? Nein, nein, nicht wirklich. Die Farben müssen geändert werden. Das ist ein rosa Mann. Also, du hast mit deinem Hemd schon mal vorgegeben, wie der Raum hier werden soll. Ja. Echt? Dann passt er zum Esszimmer, dann passt er zum Rest der Wohnung. Aber er passt nicht zum Matthias. Ach, der passt sich dann an. Das Haus Nummer 3, das ist eure Baustelle für die nächsten beiden Tage. Ja? Ja. Sigi wird bei euch sein. Und ihr Blauen, ihr seid dort hinten. Euer Designer ist Gregor. Ja. Alles klar? Sehr. Schlüssel brauche ich noch. Einer, zwei, hier und hier und ab die Post. Die Blauen, hopp, 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 hopp. Ja, sieht gut aus. Und die Roten? Hey, 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 hey. Ich weiß, ihr habt ein bisschen längeren Weg, aber trotzdem. Ja, schneller. Eigentlich alles pico. Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob Bastel pünktlich ist. Ich mach schon, ich als Küchenspezialist. So, hier müssen wir ja dringend was machen, oder? Habt ihr irgendwelche Ideen? Ja, sofort diese Essecke raus. Mhm. Den Nachtspeiofen raus. Mhm. Platz weiter nach hinten vielleicht. Dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen können. Den Boden. Der muss unbedingt raus, ja. Ja. Glaube ich auch. Der passt hier gar nicht rein. Und die Küche sollte man anders aufteilen. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man dieses ganze Element hier komplett wegnimmt. Und an die Seite setzt, sodass man diesen ganzen Bereich hier etwas freier hat. Dann kann man auch das mit der Essecke besser gestalten, kann den Ofen vielleicht integrieren. Wäre das eine Idee, oder? Nicht unpraktisch. Das ist halt der Raum. Mhm. Ja, mein erster Eindruck ist eigentlich, dass das alles ziemlich blass ist, gell? Die Vorhänge zu weiß. Ja. Alles der schwarze Klotz da hinten muss weg, auf jeden Fall. Ja, ziemlich trist, gell? Ja, weil es Ton in Ton ist einfach, ja. Und das gehört ein bisschen mehr, ja, mehr Schwung rein. Mehr den Farbe Fernseher rein. Könnte man auch vielleicht ein bisschen verstecken, oder? Genau, das wäre eine gute Idee. Ja. Wir könnten zum Beispiel hier so eine klassische Kaminsäule einbauen. Da könnte man den Fernseher unten verschwinden lassen, dann ist der auch weg. Ich würde sagen, wir machen da richtig kräftige Farben rein, dass das so eine richtige tolle Suite wird. Unbedingt, ja. So eine richtige Pink Penthouse Suite. Richtig, ja. Genau. Wenn es euch so gefällt, dann machen wir so. Wenn die Kleine auch schaffen, machen. Schau mal, das ist unser Mantel. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist ja. Was glaubst du, was der Matthias ist? Das ist ja Schweinchenrosa. Der will das nicht rosa, gell? Der bringt mich um, der Matthias. Oh! Ich habe ein Beruhigungsmittel dabei. Für den Matthias. Hilfe! Ja, und für uns? Für übermorgen. Ist da auch noch was drin? Ich habe für uns auch was dabei. Ja! Ja! Pink und mehr! Weil die Blauen die Spüle versetzen wollen, packt Matthias schweres Gerät aus. Die böse Wandfräse macht einen sauberen Schlitz für die Wasserrohre. Die Kacheln müssen auch weg. Das mache ich doch mit links. Wolfgang, wir haben doch keine Zeit.
Ja, da siehst du mal, so geht es. Dann kommen wir voran wenigstens. Na gut. Ihr könnt schon streichen. Alles klar. Wir können schon streichen. Bis zu den provisorischen Strichen. Ich mache euch jetzt gerade schöne Striche und werde das Ganze überwachen. So war das aber nicht ausgemacht, Sigi. Ja, ein bisschen helfe ich euch schon. Du hast gesagt, wir drei müssen arbeiten. Ja. So, stellen wir es mal ab. Bräuchte ich noch bitte eine Unterschrift? Servus! Just in time! Mit der Bus komme ich pünktlich, nicht wahr? Und vor allem da, wo du ankommen kannst, oder? Was bat's denn ja? Ja, ich wäre ja wahnsinnig. Oh, oh. Mir wird gleich schlecht. Dir wird schlecht? Mir wird schlecht. Weißt du, was der Matthias macht, wenn er da reinkommt? Was? Der schmeißt sich da vom Balkon runter. Das denke ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Ich glaube es nicht. Der wird sagen, das Pink gefällt mir zwar nicht, aber so finde ich es gar nicht schlecht, die ganze Kombination. Das denke ich. Mit einem gleichmäßigen Zug und der ganzen Fläche und dass es vor allen Dingen auch nicht kippelt. Also muss ein bisschen flotter gehen, weil wenn du so lang brauchst, dann wird es zu heiß und dann schmilzt uns der Kleber unten an der Sohle weg. Jetzt mach. Schau, dass du da bündig bleibst. Schneller, komm. Zum Schluss nimmst du so einen festen Klotz, irgendwie den Meterstab oder was, und tust so über die Kanten reiben, ganz fest. Und zum Schluss kannst du dann einfach so abbrechen. Okay. Das geht überhaupt nicht. Bastelmastel soll beiden Teams helfen. Aber wie, wenn ihm jetzt schon die Luft ausgeht? Das liegt ja am Kompressor, der hat noch keinen Druck aufgebaut. Ach so, das musst du wissen als Schreiner. Jetzt kommt's langsam. Ja, das geht ja schon ganz schön gut, muss ich sagen. Nein, und jetzt hat er schon wieder leck, siehst du? Mittagszeit. Team Blau hat die Wand sauber aufgestemmt, jetzt muss der Installateur ran. Mit Gleitmittel rutschen die Rohre besser ineinander und die Gummimuffen werden nicht so schnell spröde. Ihr seid immer noch beim Wolfgang, bring mir bitte den Schraubenzieher mit, jetzt, sofort und gleich. Damit aus einem Rohr ein Abfluss wird, braucht es Gefälle. Dafür die Holzklötzchen. Wunderbar. Wo hast du denn noch solche Ringe, sag mal? Im Bauch. Im Bauch? Ja, in der Nase, aber ich hab keinen drin. Wolfgang, du hilfst ja bei meiner Frau nicht, du schraubst ja an meiner Frau. Und sonst? Tja, jetzt dahin. Wolfgang! Ja, jetzt habe ich wieder Zeit. Was ist los? Jetzt das Lötfett. Damit verläuft das Lötzinn besser auf dem Rohr. Aber nur wenn ein Fachmann verlegt, zahlt die Versicherung bei einem Schaden. Da rutscht immer, du darfst natürlich nicht Gewalt anreißen. Jetzt schreit sie. Du wirst ja wohl noch so ein Ding anbügeln können, oder? Nicht wirklich. Klappt das heute noch? Ja. Okay. Mach das richtig, Matthias. Sigi hat sich was Besonderes ausgedacht. Sandwich-Regale. So. Dann legen wir das jetzt auf. Diese Doppeldecker sind sehr stabil und leicht zusammenzubauen. Weil sie Zwischenräume haben, kann man sie später auf Eisenstangen schieben, die fest in der Wand stecken. Da hast du jetzt kleine. Gut, dass Bastel in der rosa Kammer des Schreckens geblieben ist. Team Rot braucht sofort Hilfe. Dann mit Klebeband fixiert. Dann kann man das ein bisschen stramm ziehen, siehst du? Ja. Okay, verzwingen. Ich heb's hoch. Hast du schon mal eine Zwinge angesetzt? Nee. Das sehe ich, weil das geht andersrum. Du musst ja von oben das wissen. Ach so. So. Okay. Okay. Genau, und schon war's. Das ist gar nichts zum Schrauben. Schrauben. Gut. Hat das schon mal gemacht? Ich hab vorher Stühle zerbrochen. Wo ist denn der Schraubeinsatz? Schraubeinsatz. So. Wunderbar. Mein Gott. So, jetzt du. Was ist eigentlich das für ein Ringelfinger da? Ein Fingernagelpiercing. Ein Fingernagelpiercing? Ja. Du machst es richtig gut. So, gell? Ja, freilich. Macht Spaß. Jasmina beim Schreiner Crashkurs. Mitteldichte Faserplatte ist weich und wird leicht von Schrauben gesprengt. Deswegen unbedingt vorbohren. Jasmina reibt auch die Bohrlöcher aus, dann kann sie die Schraubenköpfe versenken. Später kommt Spachtel drauf und man sieht keine Schraube im neuen Sideboard. Aber wir sind die Profis. Das sind Profis. So, dann probieren wir gleich unsere Container. Ob die passen? Wunderbar. Schau. Ja, wunderbar. Einwandfrei. Tapetenwechsel in Türkheim, erster Tag. Noch 2 Stunden und so sieht's bei den Blauen aus. Im Grunde gibt's hier herinnen momentan nichts zu tun, es fehlen die Platten. 1500 Euro sind wenig Geld für die Küchenrenovierung. Deswegen baut Alex den nächsten Schrank um und Matthias, der braucht einen Ausschnitt für den Thermostat. Anritzen, zuhauen, bei Rigips geht das einfach. Her damit.
Soll ich reinkommen oder geht's? Nee, geht schon. So, jetzt schauen wir mal, was der Wolfgang hier angehalten hat, ob das stimmt. Ja. Schaut gut aus. Schau, jetzt zeige ich dir mal, wenn man richtig leimt, eintauchen. Und dann, der Bastl sollte sich das auch einmal merken, wenn man leimt, der Länge nach runterfahren und zügig, so, zack, fertig. Dann ist das, ruckzuck fertig. So, ruckzuck fertig. Ja, ich möchte es jetzt bloß einmal demonstrieren. Da ist gar kein Leim, da ein halber Liter, da wieder gar keiner. Und so ist dann perfekt verleimt. Das ist halt ein Designer-Tipp, den man sich wieder irgendwo hinschmieren kann. Bloß sollte man sich sowas nicht merken. Sondern, tue mal einen Pimsel her, man macht das so wie der Fachmann. Man fährt mit einem durchgehenden Zug an der Kante runter, dann ist das gleichmäßig beleimt und hier ist null Überstand. Verstehst? So muss das sein und jetzt baut man es zusammen. Stopp, nicht zu fest, unten. Da. Diese Batzen an der Wand sind Ansetzbinder. Ein ganz spezieller Montagekleber, mit dem die Blauen die Rigipsplatten direkt an die Wand kleben können. Du kannst auch ruhig mit der Hand so richtig, dass es richtig auf Druck an der Wand klebt. Der Chef ist zufrieden. Die Wand wird wieder glatt, nur Alex hat Bedenken. Da kann nichts passieren, dass es irgendwie weg ist. Wenn das anzieht, ist das bombenfest. Ah, ja. Matthias wird sich irgendwann dran gewöhnen müssen. Oder meinst du nicht? Ja. Zwangsläufig, ja? Ja, aber. Ich meine, er hat sich ja schon an so vieles gewöhnt. Okay. Sigi? Ja? Bastel, Bastel. Ganz kurz. Perfekt. Eine Stunde für den ersten Tag noch. Ja, dann ist Schluss für heute. Vielleicht wird es ein Barbie-Studio oder sowas, wenn es fertig ist. Da müssen wir dann das rosa Barbie-Pferd auf den Tisch setzen. Sauber! Jetzt stellt sie es raus. Ja, nur nicht nachlassen, jetzt komm. Hilf mir! Zuerst die Sprüche da reißen und dann im Detail versagen. Jetzt hilf mir, bitte. Jetzt steckt es fest. Ja, gib mir einen Hammer. Gib mir den Gummihammer. Du, das ist ganz eine diffizile Sache. Schau mal her. Du setzt das schräg an. Ja. Und dann muss es normalerweise zusammenklicken. Das ist aber saublöd. Also lag es nicht an mir. Ja, ein bisschen schon. Was ist denn da drin, Sigi? Da ist Stauraum dahinter. Super. So, dann stellen wir nur unsere Fernsehumrandung hierher. Unsere Regenrinnen. Wunderbar. Unser offener Kamin, das müssen wir jetzt noch grundieren hier. Und dann sind wir fertig. Also das rote Team drüben hat sein Tagespensum ganz gut geschafft. Hier bei den Blauen bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ja eine Küche. Und Küchen sind immer schwierig. Immerhin, die Schlitze sind geschlagen. Die Rigipswände stehen und auch der Boden ist verlegt. Also ist schon einiges passiert. Und was es im Einzelnen war, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und? Servus! Just in time! War heute eigentlich nur Bastelwastel. Matthias hat Zeit mit dem Umleimer vertrödelt und Alex mit Hilfe rufen. Das passt irgendwie nicht. Bringst du mir einen Schraubenzieher mit? Da ist Qualitätskontrolle eigentlich nicht drin. Matthias, das ist noch gar nicht geschliffen worden. Das hast du bloß abgeschnitten da. Abflug. Gregors Thema für die Küche, Cool Cooking. Dabei ist den Blauen aber erstmal heiß geworden. Wände aufschlitzen, die Rigipsplatten mit Ansetzbinder kleben und dann auch noch den Fußboden verlegen. Ohne Bastel wäre daraus nichts geworden. Nehmen wir vom nächsten Brettel ab, rutschen die zweite Hälfte rüber und haben dann praktisch... Für Jasmina hat der Tag mit einem Schock begonnen. Um Gottes Willen. Team Rot hat Möbel im Akkord gebaut und macht aus dem Wohnzimmer, was sie will. Eine Pink Suite. Die Steine dann pink. Und den Kasten machen wir wieder lila. Armer Matthias. Ich meine, er hat sich ja schon an so vieles gewöhnt. Nur Bastl und ich haben uns an Sigis Farben noch nicht gewöhnt. Du hast hier ein dunkles Farbgewicht, also eine dunkle Farbe, dann ist das Gegengewicht das da. Und die zwei Couchen, das ist ein Gegengewicht. Die kannst du gerne machen, ja? Ja, mach ich schon. Super. Und hier passt alles einwandfrei. Kann man nichts sagen. Sauber gespachtelt, hervorragend. Ihr werdet alle eingestellt. Kontrolleur, hilf mal schnell aufstellen, bitte. Dann kann ich gleich weitermachen. Jetzt holst du dann deinen Pinsel raus und dann geht was, Sigi. Ich bin dagegen, du bist dagegen. Also, ich bin dafür und das reicht. Und du hilfst mit. Normal sollte ich hier Gregor vorstellen, da voll in den Rücken. Das ist mein Fall. Was, wenn du das sagst, dann ist das so. Immer. Da wette ich mit ein. Mach mal einfach. Ich, wenn ich mal unter vier Augen mit der Alexandra rede, dass ich das Thema dann erledige. Das ist voll super. Nein. Das ist klasse. Nein. Das macht das Ganze richtig frisch. Da kriege ich gleich das Herzklopfen. Wir sollten doch mal was anderes essen. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird grün. Ja, grün, also das ist doch kein Grün nicht. Doch, das ist Mintgrün, das ist schön. Nein, Mintgrün ist noch lange kein Grün. Das ist Mint, aber nicht Grün. Also, du musst es entscheiden, Jasmina. Also wenn du sagst, irgendwie, du möchtest dir anschauen und auf dich zukommen lassen, okay, aber wenn du
Schau ich mal mit sie. Sag ich einfach, ich habe das beschlossen. Das ist immer so. Ja, das gibt's ja nicht. Du musst doch auch mal irgendwo nachgeben. Das musst du doch auch. Das gibt's. Wie machst du das mit Matthias? Du sagst, das ist Programm und Matthias sagt, okay, Masse, okay, okay, okay. Du musst ihm immer das Gefühl geben, es war seine Idee. Dann passt das. Sag mir zu diesem Muster. Kämpft sowas für dich in Frage? Für mich persönlich. Ja? Auch nur über meine Leiche. Hä? Überhaupt nicht? Nein. Gott sei Dank muss ich hier nicht wohnen. Aber in dieser Küche soll sie heute Abend wohnen und das schaut schlecht aus. Die Schränke haben jetzt weiße Kanten und neue Füße, aber mehr nicht. Noch 5 Stunden, dann ist Baustoff. Ich glaube, selbst Basti kann dieses Team nicht mehr retten. Jetzt kommt die nächste. Herne. Auf. Ein Traum. Ein Albtraum. Was heißt, das haben wir jetzt, das Maß, das haben wir schon lange, 48,5. 5,75, das hat mein Meterstab gekostet. Das ist ein Traum. Matthias weiß, Bastl darf man sowas nicht alleine messen lassen. Der hat schon, naja, lassen wir das. Als Team sind der Schreiner und der Zimmermann einsame Klasse. Rasant bauen die beiden das Kochfeld in die Arbeitsplatte ein, Hand in Hand, Schnitt für Schnitt. Okay, supi. Jawohl. Sehr schön. Wer hat gemessen? Das nehme ich auf meine Kappe. Das passt nämlich. Na gut, schauen wir. Und? Ein Traum, ha? Leider weiß Bastl aber nicht, wie brasilianischer Marmor ausschaut. Das ist ja komplett anders. Der Stein ist ein Unikat. Ja, aber trotzdem. Jeder Stein ist anders. Das muss auf jeden Fall verbessert werden. Du machst es dann aber nicht leicht, das sag ich dir. Ja, es ist so. Ach, du Scheiße. So nett. Warum? Du musst größere Wolken machen. Und was nicht so kleine Schneckerlinge. Was heißt der Schneckerling? Ich mach doch schon so große Wolken. Na, größer. Nicht so große wischende Bewegungen. Mein Gott, jetzt hast du es aber noch gleich geschafft, dass ich nervös werde. Wusstest du, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Dann marmorierst du, wie man ein Klo putzt. Ich habe nicht wissen können, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Was war das für ein Spaß? Mama, ich sag dir gleich. Ja, du. Und das habe ich mir zuerst angeschaut. Das so, gefällt mir überhaupt nicht. Das muss ich nachher noch mal kurz überarbeiten. Na. Einmal. Die Barplatte ist 40 cm tief. So, jetzt kontrollieren wir es nochmal, ob es auch wirklich hier vorne 40 hat. Exakt 40, super. Die Abschlusslinie zeichnen wir jetzt noch an. Okay. Machen aus den Anfangs- und Endpunkt. Dann nimmst du gleich die Stichsäge. Ja. Und dann legen wir los. Jetzt siehst du meinen Designer-Tipp. Wir bauen jetzt eine Beistelllampe, eine ganz schöne, aus einem Ofenrohr. Und am Farbeimer für Dispersionsfarben. Das ist dein Ernst? Das ist mein Ernst? Nein. Doch? Nein. Das wird hochgradig elegant, du wirst es sehen. Elegant? Ja. Hochgradig elegant. Hochgradig elegant? Okay, ja. Ist noch dazu leicht konisch. Hochglänzend, ein bisschen so hinbiegen. Durchscheinend. Also das Licht scheint durch. Ja. Das ist perfekt. Perfekt. Du wirst begeistert sein. Glaub mir das. Schau dir das an. Super. Steht da gut, Sigi. Jetzt machen wir gleich den Griff weg. Dann setzen wir drauf. Schau, was wir jetzt für eine tolle Lampe haben. Das darf doch nicht wahr sein. Die Bar immer noch nicht fertig. Dann hast du genau die Rundung. Gut, so ein Schiffshobel muss eingestellt werden. Aber geht das nicht schneller? Nur ein bisschen mit Schmackes. Ah ja, klar. Woher nehmen? Da musst du immer richtig schön hier runter. Da müssen richtig komisch fliegen. Mach das mit Schleifpapier dann auch noch. Das kann man dann mit einem Bandschleifer noch machen. Bitte. Und von mir gibt es jetzt den ultimativen. So, und von mir jetzt noch einmal der ultimative Sigi Seelmeier Kerzen in Aluprofil mit Gipshalterungs Weihnachtstipp. Nein, Quatsch. Ausgangspunkt ist ein solches Rohr. 10 Euro der. Lass mir es nochmal machen. Den besorge ich mir. Ach, nicht den. Kriegt man in jedem handelsüblichen Baumarkt. Bearbeite ich die Kanten, die ein bisschen ausfräsen beim sauberen Abschneiden, um die äußere Seite zu bearbeiten. Etwas Gips, Wasser dazu. Wunderbar. Legen wir nochmal nach mit Gips. Denn schließlich muss das Ganze ja aushärten, schwarten. Eine herkömmliche Pfeifen, nein, nicht Pfeifen, ziehe ich diese Zigarrenhülle raus und die Kerze kommt rein. Fertig. Und wer erzählt mir, wie ich die Topfbänder anreiße? Ich, das ist total einfach.
Du nimmst jetzt die Tür und reißt die Topfbänder auf. Das kann ich gar nicht hinhauen. Jetzt schau mal hin. Wenn du die Tür zumachst, ja, das ist ein 60er Schrank, ja, von hier bis hier 60, ja. Und die Tür ist nur 50. Die Tür gehört da rein. Tacken wir das unten mal fest. Ja. Wohin? So fürchterliche Farbe. Da krieg ich einen Augenkrebs. Ja. Und wie ist es mit euch? Ich mag es dann nicht. Erstens ist die Farbe fürchterlich, zweitens bin ich fix und fertig und habe echt die. Die Zeit ist dann vorbei, wenn ich das sage. Ja, das ist vielleicht in anderen Dingen so, ja, aber nicht beim Tapetenwechsel. Jetzt hilf mir das Zeug raus tun, bitte. Hä? Dann machen wir sauber und dann war's das. Und dann war's das? Hier sind so ein paar Kabel, keine Ahnung, was da drauf gehört. Der Herd, der da steht. Hier in diesem Brotschrank. Das ist kein Brotschrank, das ist ein Kühlschrank. Ja, oder Kühlschrank, ja, genau. Die Arbeitsfläche, oder? Super. Aha. Wir sind bald fertig. Au! Was sagst du dazu? Was soll das mal werden? Nicht so viel, nur ein bisschen gut. Nicht so viel, ich glaube, das ist zu viel. Hans. Mhm. Nicht so arg verschmieren jetzt, weil sonst haben wir ja nicht mehr die einzelnen Farben. Fällt's da bis jetzt? Was sagst du? Ja, abstrakt. Aber ob dieser wuchtige Heidbauer vom Farbgewicht her zu Sigis jungem, frischen Design passt, wir werden ja sehen. Ich muss doch bitte diese Teile rausbringen. Darf ich das? Sonst kann ich gleich wieder zumachen. Ja, scheiße, da haben wir das gleiche Problem wie auf der anderen Seite, dass uns dieser Griff genauso diese Wand verschandelt. Ja, aber da kommt man sich drauf. Du kommst jetzt erst auf der linken Seite drauf und rechts fällt es da gar nicht mehr auf. Sau gut. Das passt doch wieder wie angegossen. Die Kante darf man gut einsteigen, ja. Sigi zieht ein Kaninchen nach dem anderen aus dem Hut. Kurz vor Bauschluss noch hier basteln und dort bauen, aber er will auch sein Bild. Die Materialkosten liegen bei 5 Euro. Benutzte Alufolie gibt's in jeder Küche. Man muss halt drauf kommen und es muss passen. Dafür hat Sigi ein sicheres Gespür. Jasmina? Sieht gut aus. Schön silber. Oh, ich hau die Scheiße aus dem Fenster hier. Hallo. Ich hab was. Schaut euch mal diese affenstarke Dunstabzugshaube an. Genial. Edelstahl. Ich bin begeistert. Ja, oder? Pech nur, dass die nicht mehr hinkommt. Denn jetzt ist Schluss. Manchmal wirkt er so ein Schock. Einfach so einen zu schweren Eindruck macht das Ganze. Uns gefällt es aber. Wollt ihr es auch wieder? Ja, 100%. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, gut, wenn das euer Wille ist, aber dann ist es nicht mehr mein Design. Ah, das gibt's doch nicht, oder? Eieiei, ist das ein Klump, ein beschissener Scheißdreck. Nichts. Sehr gut, der flucht den ganzen Tag, das ist der Wahnsinn. So viel Ablass kannst du gar nicht mehr kriegen. Noch 25 Minuten. Jetzt kommst du, wo es passt. Ja, passt jetzt. Ach, die Griffe sind der letzte Dreckmüll. Mach's einfach hin und denk drüber nach, bitte. Nein. Zeit ist abgelaufen. Und jetzt? Okay, wir verlängern die Verlängerung. Ja, ich hab grad die Hand voll. Ich hab dem Blauen noch mal eine Stunde gegeben, denn so ein Endspurt muss belohnt werden. Alex, putzen bitte. Ja, wer geht denn? So, kehrt das Stangerl noch hin. Boah, jetzt erstmal durchatmen und stolz sein. Alex, Matthias, Kompliment. Gregors Design, wirklich cool cooking. Das liegt vor allem an den Oberflächen. Schwarz und Aluminium, sehr gut beleuchtet. Dazu die Wärme von Holz. Eine perfekte Kombination. Die Küche ist fast fix und fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten hier. Beispielsweise klemmt's. Aber ansonsten, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr wohl. Ich finde es gut gelungen. Ich habe Bezug genommen auf den Nudelschrank. Der Heidbauer ist das Lieblingsmöbelstück und wollte das besonders zum Vorschein bringen und habe deshalb die ganzen anderen Sachen sehr zurückgenommen und bewusst schlicht gemacht. Was besonders ins Auge sticht, sind natürlich diese Hochglanz. Diese Hochglanz-Türen. Was muss ich dafür ausgeben? Ja, also komplett so, wie man es hier sieht, inklusive dieser Seitenfronten. Auch hier unten sind die Seiten verkleidet worden. Muss man mit ungefähr 500 Euro rechnen. Mhm. Du hast umgestellt. Vorher war das Wasser hier im Eck. Jetzt hast du es an die Wand gebaut. Warum? Wichtig war mir, dass einfach Platz im Raum ist. Vor allen Dingen hier für die Frühstücksbar, die hier so in den Raum hineinreicht. Deshalb habe ich die Küche hier getrennt, damit hier einfach ringsrum
genügend Spielraum ist, frühstücken und so weiter. Genau. Eins, zwei, drei und jetzt. Boah. Geil. Ist das geil? Mei, ist das toll. Hä? Toll, oder? Ich werd verrückt. Ich bin total fertig. Ja. Das ist ein Wunder, gell? Ein Wunder, ehrlich. Wunder dauern bei uns 2 Tage, kosten nur 1500 Euro, dafür viel Schweiß, aber es lohnt sich. Meistens zumindest. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Matthias sich in diesen Farben wohlfühlt. Sigi nennt es Pink Suite und er hat damit auch recht. Das Zimmer hat jetzt viel mehr Ausstrahlung und über die Farbkombination reden wir gleich nochmal. Gewöhnungsbedürftig ist. Gewöhnungsbedürftig, ja, vielleicht. Aber ich denke, das ist ein Farbkonzept für junge Leute. Und ich finde das einfach klasse. Insbesondere die Zebrakissen, die werten das Ganze auf und geben dem wirklich Esprit. Damit ist das wirklich eine heiße Bude. Eine heiße Bude, da hast du recht. Wenn man hier rüber geht, eigentlich ist das ja die heiße Bude. Ja. Ja, das ist eigentlich eine klassische Form. Gibt dem Raum Ruhe. Auch die Couchen sind ja eigentlich eine klassische Form. Aber mit den Farben werten wir das Ganze auf, dass es wirklich einen modernen Charakter bekommt. Aber ich denke, dass die Farben auch Ruhe ausstrahlen und man kann sich da auch entspannen. Ihr wird es wahrscheinlich gefallen, das Pink. Glaubst du, dass er vom Balkon runterspringt? Ich hoffe es nicht. Aber das wird ein Problem. Jetzt. Geil. Finde ich geil, das ist genau meins. Eigentlich wollte ich gehen bei Rosa an die Wende, aber ich bleibe jetzt mal einfach. Geil. Wahnsinn. Hallo. Cool, danke. Geil. Und mein Geil. Und war's ums Fenster oder mein Leben? Also gut, dass du rufst. Aber wir müssen mal kommen. Eigentlich ist Rosa meine Lieblingsfarbe. Ich sag dir eins, ich hab gleich gewusst, wie ich mit der Bus gekommen bin. Küche, nein, danke, habe ich gesagt. Und so war es nämlich her. Stressig wie die Sau. Da hast du recht. Zum Wohl. Für mich war das ein klasse Film. Übrigens, nominiert für die goldene Tapetenrolle. Also, bis zum nächsten Dienstag. Ich werde mich ins Schwarze.